Ja, servus Bananda. Du möchtest gerne ein großes, wundervolles, abstraktes Bild malen, vielleicht für deinen Wohnraum, und weißt aber nicht so genau, na, wie beginne ich denn jetzt damit? Heute erfährst du zwei Methoden, die garantiert funktionieren, damit auch du ganz tolle Effekte erzielen kannst auf deinem Bild. Ja, nochmal Servus Bananda für die mich noch nicht kennen. Ich bin Karin, ich bin hochsensibel und eine trockene Alkoholikerin und auf meinem Kanal geht es um heilsames Malen für mehr Leichtigkeit. Und jetzt muss ich mich ja fast beeilen, wir sind hier schon bei der ersten Methode, Methode 1, Kritzel. Bevor du loslegst, richtig mit Farben zu arbeiten, Kritzel, mach ein paar Kritzelübungen auf deiner Leinwand, zuerst mit Stiften. Und jetzt benütze ich einen breiten Flachbandpinsel, ja, mit hellen, mir war nach hellen Farben zumute, das können aber auch dunkle Farben sein. Und fühl dich mal so in die Formen rein, guck mal, probier aus. Nimm verschiedene Farben. Ich habe mich da jetzt eher zurückgehalten, zuerst bei diesem Bild. Danach wird es natürlich noch farbenfroher, weil mir an diesem Tag einfach danach zumute war. Ich nenne es auch immer so gern diese Einfühlphase, ne? Dieses Reinfühlen in den ganzen Malprozess. Ja, und jetzt sind wir schon bei Methode 2. Dreh die Leinwand. Dreh die Leinwand immer mal wieder um 90 Grad. Und du wirst sehen, übrigens habe ich diesen Tipp von der Künstlerin Flora Bowl, glaube ich heißt sie, bekommen. Und du siehst, wenn du die Leinwand drehst, dann hast du wieder ganz neue Formen, dann ist das Bild wieder ganz anders und auch am Boden ist es perfekt. Also man muss ja auch nicht immer an der Wand malen, du kannst es ja auch auf den Boden mal legen und von verschiedenen Seiten bearbeiten. Und jetzt beginnt schon der Prozess. Ich sehe Dinge. Fühle so ein Stück weit paar, ja, so Formen. Überleg mir, in welche Richtung könnte es gehen. Muss es aber auch nicht. So die Findungsphase. Also jeder hat so seinen eigenen Stil, wenn es um abstrakte Malerei geht. Übrigens, das ganze Bild ist natürlich in Acryl. Mit Acrylfarben würde ich jetzt eher empfehlen bei abstrakter Malerei, aber es geht natürlich auch mit Ölfarben. Ja, so langsam, ein bisschen was sieht man schon oder auch nicht. Ne? Das ist so, immer wieder ausprobieren. Du kannst auch gerne das Bild mal liegen lassen. Ja. Also viele meiner abstrakten Werke, die standen oft Wochen, Monate lang im Atelier rum. Ja, und da standen sie. Und wenn die Bilder der Meinung waren, ich soll an ihnen weiterarbeiten, dann haben die mich schon gerufen. Also wir sind hier natürlich auch ein Stück weit ein bisschen schon im spirituellen Bereich. Und hier kommt sogar jetzt noch eine dritte Methode. Misch deine Acrylfarben mit viel, viel Wasser. Und es müsste jetzt gleich kommen. Ja, genau. Und jetzt sieht man auch, wenn es so fließt, ne, wenn es so runterfließt, diese Linien. Ich finde die total spannend. Und auch da könntest du jetzt das Bild wieder um 90 Grad drehen. Gibt es wieder neue Effekte.
Und jetzt kommen Posca-Stifte schon zum Einsatz und Edding. Ich male damit unglaublich gern dann so Formen, spielen. Es soll Spaß machen. Ja, malen soll auch, es soll nicht verkrampft sein. Natürlich ist man manchmal auch ein bisschen verkrampft, aber der Spaßfaktor soll nicht zu kurz kommen. Hast du Spaß auf der Leinwand? Hast du auch Spaß im Leben? So einfach ist es. Und du siehst, da sind auch Goldfarben mit dabei, also Acrylfarben, Acryl-Goldfarben. Also wie gesagt, da war mir einfach ein Stück weit zumute. Dieses Bild ist absolut oder komplett intuitiv entstanden. Fast, also relativ schnell in einem Rutsch. Also das ist jetzt kein Bild, was über Wochen oder Monate im Atelier steht. Dafür ist es zu leicht. Also es, auch von den Farben her symbolisiert es irgendwie Leichtigkeit. Also das steht nicht wochenlang irgendwo rum. Das will fertig werden, das Bild. Ja, das will aufgehängt werden zu Ostern. So kannst du wirklich schnell und easy helle Bilder in deiner Wohnung aufhängen. Zu Ostern, im Sommer oder Frühjahr. Also du siehst, es geht tatsächlich mit ganz simplen, easy Methoden, Ideen, dass man tatsächlich so, das ist ja doch eine, also eine kleine Leinwand ist es nicht wirklich, eine große jetzt aber auch nicht. Die Leinwand hat die Größe 100x100 und es funktioniert, also es ist wirklich schnell, locker, fluffig, so wie jetzt die Jahreszeit. Danke übrigens, danke fürs Zusehen.